Hallöchen, liebe Kadetten, hier ist der Bruchpilot der Rebellenflotte und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne eine Bewertung da und viel Spaß. Moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Raumschlacht. Wir starten heute wieder eine Schlacht in dem All und ich bin mal gespannt, wo wir heute spielen und auf welcher Seite wir heute spielen. Wir sind in der letzten Folge schon ganz gut klargekommen und da würde ich gerne heute anknüpfen. Mal gucken. Auf geht's, Leute. Und da haben wir auch schon eine Map gefunden. Und wir spielen heute wieder auf Endor bei den Todessterntrümmern. Die hatten wir auch schon ein paar Mal. Und mal sehen, wie wir damit klarkommen. Ich hoffe, wir spielen auf der Seite der Rebellen, denn da spiele ich lieber. Wegen dem Abfangjäger. Weil mit dem Abfangjäger spiele ich echt gerne, muss ich sagen. Der Abfangjäger von den vom Imperium, den finde ich nicht so geil. Von daher würde ich gerne bei den Rebellen spielen. Mal gucken. Ich hoffe, die Lobby wird auch voll. Das wäre nämlich nicht so geil, wenn ich jetzt hier wieder umsonst warten würde. Kaum hatte ich es gesagt, schon wurde die Verbindung zum Host unterbrochen und ich musste neu suchen. Jetzt spielen wir auf Dakar. Evakuierung der Widerstandsbasis. Okay, dann machen wir es halt hier. Ich hoffe, diesmal klappt's. So, und da sind wir. Wir müssen beim Imperium spielen. Ja, okay, wir probieren es mal mit dem Abfangjäger von hier. Und es ist schon eine angefangene Lobby. Aber ist ja nicht schlimm. Wir starten hier einfach mal und gucken, wie wir hier klarkommen. Da ist einer. Den haben wir schon mal ganz gut gehittet. Das war. Oh, den haben wir sogar gekillt. Der ist irgendwo vorgeflogen oder von jemand anders zerballert worden. Ja, das war ein schlechtes Aiming von mir gerade. Passiert mal. Ist ja nicht schlimm. Hä? Niederlage, wow. Was war denn das jetzt für eine Verarschung? Ich konnte einen abschießen und das war's dann, oder was? Das war schwieriger als erwartet. Als ob. Ihre Basis wird bald zerstört sein, aber viele konnten entkommen. Das gibt's doch gar nicht, Leute. Ich bin da gerade beigetreten, habe einen abgeschossen und dann war's das. Okay, dann sehen wir uns gleich in der zweiten Runde wieder. Die erste Ordnung ist hier. Hoffentlich funktionieren die Feldgeneratoren. Okay, jetzt sind wir bei den Rebellen und wir können endlich unseren Abfangjäger benutzen, den ich so gerne fliege. Auf geht's, Leute. Ich hoffe, diesmal klappt es so gut. Oder klappt es besser. Ja. Auf geht's in den Kampf. Dann beginnt es also. Dann wollen wir mal antreten. Und da hinten kommen die ganzen Jägerstaffeln. Alter Schwede, das ist ganz schön viel, was da ankommt. Ich versuche mal, hinter die reinzukommen. Oder ich schnappe einfach den hier unten. Jo, ich werde schon. Hä, von. What the fuck? Hä? Hä? Was war das denn jetzt? Wo kam der denn hergeflogen? Ja, okay. Das war ja ein geiler Start, Mann. Das war echt ein geiler Start, meine Freunde. Da fliege ich ganz. Ganz unschuldig und dann werde ich einfach verballert. Ja. Sehr schön, den haben wir noch gekriegt. Mit einem anderen zusammen und hier sind die nächsten. Da ist einer. Ich bin an ihm. Jo, nice. Perfekt. Danke, Kumpel. Der hat mir geholfen. Ich war schon an ihm vorbeigeflogen fast. Da ist der nächste. Hinterher. Na los. Wusch. Und diese Raumschlachten, die sind einfach geil, Leute. Kann man sagen, was man will? Die sind einfach geil. Immer sehr viel Spannung dabei und ich werde abgeschossen und ich bin, wow, vor die Trümmer geflogen. Das war wieder das typische Ich. Die Trümmer, die ziehen mich an wie Magneten, habe ich das Gefühl. Das ist nicht zu glauben. Naja. Okay, okay, da vorne Shinji. Es ist eine Falle. Nein. Komm schon. Ja, Mann. Da ist er down. Oh, ich bin auch down. Schnell weg. Nein, alter Finn, hat er mich schnell getötet. Hey, wie schnell ging das denn jetzt? Das war ja richtig OP. Der hat mich einmal angeschossen, dann war ich schon down. Ich konnte überhaupt nicht mehr Hallo sagen. Da ist er auch weg. Der ist auch weg. Der ist auch weg. Alter, das war ein schöner Dreier. Oh, oh, oh. Der ist out down.
Ja, moin. Guten Tag. Ich bin der Abfangjäger Nummer 1. Alter, was ist denn hier los gerade? Oh nein, ich werde... Och Mann, schade. Der hat mir die Tour vermasselt. Naja, das war eine sehr gute Runde. Da haben wir erstmal 4 Kills gemacht. Das war nice. Okay, genauso weitermachen bitte. Da ist wieder dieser komische Dunstglocke, was auch immer das darstellen soll. Ich weiß es nicht. Jo, Alter, ist voll so ein Gewitter hier drinne. Ja, den haben wir gekriegt. Na los. Wo aim ich denn hin hier, verdammt nochmal? Der fliegt einfach ganz gechillt an mir vor. Hä? Habe ich hier Lags oder was ist hier los? Das sah ihn gerade ein bisschen komisch aus. Ja, Mann. Er konnte mir nicht entkommen. Na los. Drauf da auf den alten TIE Fighter da. Das ist fliegende Haar. Na komm. Oh, ja. Ich habe ihn noch bekommen, aber nur ein Assist. Aber trotzdem gut. Hauptsache, die gegnerischen Piloten werden abgeschossen. Hauptsache, wir gewinnen als Team. Ja, und da hat schöne Rakete reingeballert. Und wir haben uns ihn geholt. Wir haben ihnen den Rest gegeben. Wo sind denn die Nächsten? Da unten ist zum Beispiel einer. Der hatte keine Chance gegen den Abfangjäger. Wenn man gerade aufeinander zufliegt, dann macht der Abfangjäger auf jeden Fall mehr Schaden als der Jäger. Ja, moin. Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Tschüss. Ich möchte leben. Lass mich in Ruhe. Da ist einer. Oh, komm schon. Dranbleiben. Ich werde abgeschossen. Ja, Mann, den haben wir noch bekommen. Den haben wir noch. Ich muss hier weg. Oh, das war gerade eine seismische Granate. Also Boba Fett ist am Start. Und wo sind wir? Und wo sind die Gegner? Da. Wow. Voll in die Fresse geflogen. So, den, da sind wir jetzt dran. Nein, er konnte ausweichen. Die Drecksau. Wo ist denn der jetzt hin? Da ist einer. Nein, lass mich in Ruhe. Da ist er, der ist fast down. Ach, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab ihn fast. Na los. Ja. Sehr geil, Freunde. Sehr geil. Okay, weiter so. Da ist einer. Den müssen wir uns holen. Ach Mist, den hat ein anderer geholt. Schade drum. So, dann... Oh, das ist hier Kylo Ren. Rakete habe ich heute noch gar nicht benutzt. Oh, die ist... Er konnte ausweichen. Alter Schwede, nicht schlecht gemacht, mein Freund. Das ist ein harter Brocken. Ich glaube, ich nehme mir mal lieber einen normalen Jäger vor. Jo, der ist da voll vorgeklatscht, ey, der TIE Fighter. So, wo sind denn die ganzen Kerle? Ich möchte doch mal hier einen abschießen. Oh, da ist einer. Na komm, mein Freund. Ich möchte dir mal was zeigen. Nämlich meine Protonen. Phaser, Laser. Oh, es leckt wieder. Hä, what the fuck? Das ist ein bisschen kontraproduktiv, wenn das immer so leckt. Ja, den haben wir auch. Das ist doch sehr schön, Leute. Genauso bitte weitermachen. Das fetzt richtig gerade. Also wir sind gerade ganz gut drin, meine Freunde. Ja, genau. Der Kylo Ren. Ich muss gerade abkühlen lassen. Die Junge, den haben wir gerade richtig drauf. Alter Schwede. Er ist fast down, Leute. Na los, dranbleiben an ihm. Er ist fast tot. Dranbleiben. Ey, wo ist denn der? Boah, der stresst mich gerade richtig. Oh nein, er ist mir durch mich durchgeflogen. Ach scheiße, Mann, wir hatten ihn doch fast. Komm schon. Ja, er ist davor geflogen, endlich. Wir haben ihn zum riskanten Manöver gezwungen. Er ist dann davor geknallt. Das war nicht schlecht. Damit haben wir den seine Special-Flugzeug aberkannt. So, den haben wir. Und das ist Darth Vader, so wie es aussieht. Jo. Darth Vader. Der nächste. Okay, wo sind wir? Da. Der nächste. Nummer 9 in dieser Runde. Und Nummer 10. Boah, Alter, ich bin mittlerweile schon ganz gut drin, muss ich sagen. Ich bin echt überwältigt.
Na los, weiter so. Genau so weiter, bitte. Man muss natürlich auch ein bisschen Glück haben, dass man nicht auf dem Kiko ist direkt von einem. Jo, ich habe erstmal meinen angeschossen. Die Rakete ist eiskalt an ihm vorbeigeflogen, aber ich habe ihn noch mit meinen Lasern getroffen. Das war gut. Und da ist Boba Fett. Oh, den lasse ich mal in Ruhe gerade. Ich möchte noch ein Special-Flugzeug am Backen haben. Und ich bin tot. Das war bestimmt Boba Fett. Jo, alles klar, Leute. Dann nehmen wir jetzt mal den Millennium Falcon. Mal gucken, wie wir da mit uns schlagen. Ich habe schon 16 Kills und 8 Assists und bin erst 5-mal gestorben. Das war gar nicht so verkehrt bisher. Chewie und ich machen das schon. Ja genau, Chewie. Auf geht's, Chewie. Wo sind denn die? Da ist fetter Boba. Komm, fetter Boba. Hallo, fetter Boba. Wir sind gerade durcheinander durchgeflogen, kann das sein? Na los. Dranbleiben an dem... an dem Jäger. Alter, ich komme nicht hinterher. Den haben wir uns gekrallt. Sehr gut, aber ich denke mal, der Boba Fett wird uns... der ist fast down. Ja, wir haben Boba Fett geholt. Oh, der ist ja direkt in mir drin. Nice, ey. Wir haben den Boba Fetti. Der ist jetzt ganz dünn. Boba Magermilch. Okay. Haben wir das? Wo haben wir denn ein Problem? Ich weiß nicht. Ich aktiviere mal das Abwehrgeschütz. Genau. Chewie macht das schon. No. Sehr geil, Freunde. Das klappt richtig gut. Wir sind heute ganz gut drin, noch besser als in der letzten Folge sogar. Das wundert mich, dass wir uns da nochmal steigern konnten. Ist echt abnormal, Leute. Als ob wir das so abgehen heute. Okay. Da, nein, jetzt... ach, wir haben gewonnen. Wir haben verloren. Alter, ich bin Erster bei uns. Ich bin zum ersten Mal Erster. Nice. Wie geil ist das denn? Ich habe 22 Abschüsse und 5-mal nur gestorben. Das war richtig krass, Leute. Richtig krass. Sehr schön. Wir sind sogar mal bei den 5 Besten dabei. Nice. Das ist ja geil, Leute. Das war eine richtig coole Runde. Also so langsam macht es mir echt richtig Spaß, das Spiel. Vor allem hier die Raumschlachten. Richtig cool. Aber das soll es dann für heute schon gewesen sein. Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Folgen und ich hoffe, ihr freut euch auch auf weitere Folgen. Wir werden noch gemeinsam hier einiges reißen, hoffentlich. Und wenn wir erstmal Level 10 sind, dann können wir auch unsere Karten verbessern. Aber gut, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao.